Moin zusammen und willkommen zurück in Enderal. Wir sind hier im wunderschönen Flussheim und haben vorige Folge. Jura Bescheid gesagt über Jurat. Ich kann mir den Namen leider nicht so gut merken. Ich bin sehr schlecht im Namen merken. Jedenfalls haben wir ihm Bescheid gesagt, dass seine Frau und sein Bruder eine kleine Affäre hatten. Jetzt ist so die Frage, was können wir denn als nächstes machen? Und seht ihr da vorne etwas? Na, wer kennt's? Das ist das Anschlagbrett. Das habe ich noch gar nicht benutzt, weil ich nicht zu viele Aufgaben annehmen wollte. Das werden wir jetzt einmal ein bisschen durchlesen. Denn wir haben hier zum einmal Kopfgeldaufträge und Gesuche werden... Achso. An diesem Anschlagbrett werden Kopfgeldaufträge und Gesuche ausgeschrieben. Und man kann sich dann hier jetzt so Sachen raussuchen. Ne? Hier ist jetzt zum Beispiel der weglose Redrick. Bohrenstein wird gesucht für mehrfachen Betrug und schweren Raub. Er ist stämmig, hat blaue Augen und einen blonden Bart. Er gilt als höchst gefährlich und wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für sein Ableben sind 180 Endraler Groschen ausgeschrieben. Den nehmen wir. Aber damit noch nicht genug. Man kann jetzt natürlich... Oh, doch nicht. Ich dachte, man könnte jetzt immer wieder Neues nehmen. Dann machen wir mal die Karte auf, denn hier oben... Ach, guck mal. Das liegt ja auf einem Weg. Das ist ja klasse. Ich wollte nämlich tatsächlich hier zur Klarwasserhöhle, um dieses Elixier für die... dieses Schönheitselixier zu holen. Wie hieß sie denn noch? Ja, eine Frau. Ihr wisst, wen ich meine, denke ich. Hier, da ist sie doch. Tarhuti Lelek. Lelek. So, glaube ich. So, wie kommen wir denn jetzt am besten da hoch? Warte mal. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Genau, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nee, ich muss woanders lang. Ich muss wieder auf die Hauptstraße runter. Ich bin hier falsch. Ja. Und nach wie vor bin ich in sehr hoher Folgenzahl voraus, euren Kommentaren voraus. Zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ist bereits Folge 1 online und 2 geht am nächsten Tag. Also wir haben jetzt schon... Oh, ich bin 3 Wochen vor euch voraus. Und das wird auch vermutlich erstmal so bleiben. Damit ich definitiv euch immer passend versorgen kann mit weiteren Videos. So. Genug jetzt zum Upload-Status. Ich würde sagen, wir gehen, ja, diesen Weg. Ich denke, der ist richtig, ne? Ja, das ist richtig. Dem gehen wir jetzt weiter entlang. So, und wenn wir auf dem Weg bleiben, beziehungsweise nicht von abkommen, dann dürften wir auch beides finden. Also zum einen den Bohrenschreck, oder wie er hieß. Und die Höhle. Ich krieg den Schmetterling nicht gegriffen. So, jetzt aber. Ist der da vorne? Das ist so eine Ruine. Habt ihr die gesehen am Flussende? Da könnte er sich versteckt haben. So, da rechts ist die Höhle und hier links wird das Kopfgeld sein. Dann gehen wir erstmal das Kopfgeld machen. So. Und, jetzt will ich aber eine Sache machen hier. Die hat Transparenz. Nee, kann man das HUD nicht ausstellen, wenn man... Wenn ich jetzt die HUD-Transparenz ausmache, dann sehe ich auch nicht, wie viel Leben ich habe. Das ist das Problem. Macht es natürlich super atmosphärisch, aber es wäre schön, wenn, wenn man es so ein bisschen ausblenden könnte. Auf Wunsch. Naja. Vorsicht, da ist eine ausgewachsene Ratte. Oh, Tackle! So. Ach ja, stimmt. Ich wollte mal jetzt den Blitz ausprobieren. Denn wir haben jetzt die ganze Zeit mit Feuer gespielt. Und Blitzzauber lassen sich am heftigsten verstärken. Daher würde ich doch mal schauen, ob wir nicht auch gut mit dem Blitz zurechtkommen. So. Also da unten soll er sein, im verschütteten Keller.
gucken wir doch mal rein. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen bedeckt halten. Wir werden sofort gesehen, aber wovon? Ich sehe hier gar nichts. Da was? Ja, das wusste ich doch, Mensch. Das sah schon so aus, als wäre der was. Oh Mann, aber man müsste mal hier... Gute Güte. Ich hab doch... Nee, wo ist es? Meditation. Fokus. Kurzfristig Mana-Kosten aller Zauber. Ach, das ist das. Nee, nee, ich brauche was anderes. Und zwar, wo ist es denn? Erdung, Flammenbiss. Panik. Druckwelle. Psychose. Oh nein, ich suche hier Magierlicht. Da ist es. Sehr gut. Jetzt sehen wir auch was. Das ist ja klasse. Oh, das ist wunderbar. Hier sieht man jetzt richtig gut. Mensch. Und hier versteckt er sich? Ist jetzt nicht so gemütlich. Aber gut, ist ja auch ein Verbrecher, ne? Der Haustier mit Ratten. In einem verschütteten Keller. Ipui Deibel. Hä? Der Boden hat hier einen kleinen Grafikfehler. Ich glaube, ich binde mal das Magierlicht. Das ist echt praktisch. Fackelhalter. Ja, die nehmen wir mal mit. Dich schnappen und dann stelle ich dir das Fleisch ver- Nein. Du schnappst dich nicht. Du schnappst uns nicht. Also, Erdung funktioniert gut. Und wie immer nehmen wir natürlich alles mit. So, da vorne wird das sein. Wir nehmen noch eben die ranzigen Tränke mit, ne? Die trinken wir ja so gerne. Also, tatsächlich benutzen wir ja sehr wenig Tränke, aber... Dennoch. Kann man sie ja immer mitnehmen. Im Zweifel kann man sie immer noch verkaufen. Also ich würde sagen, Blitzzauber, die sind schon echt krank. Was ist denn hier? Der verlorene Brigant. Ja, also lesen tut wird nicht. Ja, also es wäre natürlich sehr, sehr schön, aber ich bin A, ziemlich schlecht im Vorlesen. Da muss ich mich noch mal ein bisschen zu, muss ich noch mal ein bisschen üben. Und es dauert unheimlich lange, alle Bücher zu lesen. Also ich hatte ja auch mal überlegt gehabt, bei Skyrim alle Bücher zu lesen. Und dann habe ich mal nachgeguckt, wie viele Bücher es da überhaupt gibt. Dann habe ich mich dagegen entschieden. Und Enderal, würde ich sagen, hat vielleicht ein bisschen weniger, aber dennoch auch wahrscheinlich sehr viele. Ist hier denn niemand? Oh. Ah, du gute Güte. Also dieser Stich, den die machen, ne? Der ist schon krank. So, der Bohrenschlag. Der Redrick. Da hat's ihn zerpflückt. Jetzt können wir noch das ganze Zeug von denen mitnehmen. Das Wertvolle. Und, dann können wir weiter. Hm, ja, cool. Kochstelle. Kann ich kochen? Jo, ich kann kochen. Ich kann ja richtig viel kochen. War eigentlich gerade aus so einem Brot? Jo, dafür brauche ich Salz, Hühnereier und Zucker. Gut, ich würde erstmal sagen, wir futtern was.
So steigt wenigstens das Arkanistenfieber nicht. Ich bin fast nur zu saufen. Krass. Naja, Knoblauch, der bleibt hier nicht liegen, du. Verschlissene Robe der Magie-Regeneration. Ist die besser als meine? Also die gleiche, okay. Lederhelm. Ein paar leere Pullen. Da ist nichts drin. Warum stand der eigentlich so hier in der Ecke? So halb versteckt. Ah, vielleicht stand er da. Das sollte ich Redrick angreifen, dass er mir in den Rücken fallen kann. Die hat nicht geklappt. Was ist denn da oben drauf? Ach so, Essen. Wer damit? Wir wollen das. Wir wollen das Essen. Okay. Das eine Ding darfst du behalten. Der wird dann doch bestimmt auch eine Beutetruhe haben, oder? Ja. Was ein Scheiße, ist ja nichts drin. Alter. Ist ja mega kacke. Okay, dann nehmen wir ein bisschen Krustenbrot mit noch und gesegnete Lederhandschuhe. Lichtmagie, Zauber brauchen weniger. Es gibt weniger Schutz. Und ich benutze... Ja komm, nehmen wir die mal. Hin und wieder ist wahrscheinlich der... Ist das, zählt das in der Lichtmagie hier? Lass mal gucken. Steht das denn, was das ist? Ach, Mentalismus. Psionik, Elementar, Lichtmagie, hier. Wohltat, zweiter Atem. Ach, das sind Lichtmagie-Zauber. Ach so. Ja gut, macht ja auch Sinn, ne? Dass der Lichtzauber kein Lichtmagie-Zauber ist. Nein, dass die Heilzauber natürlich unter Lichtmagie-Zauber fallen. Das ist natürlich selbstverständlich. Okay, so. Jetzt gehen wir wieder hoch. Aber für so einen verlassenen Keller ist das hier schon ziemlich... Oder einen verschütteten Keller ist das hier schon noch ziemlich gut ausgebaut. Aber dass sie keinen Schiss haben, dass das über den zusammenstürzt. Mensch. Das ist schon bemerkenswert. Hier wird doch locker noch eine Ratte sein. Doch nicht. Aber Eisenerz. Ja, komm schon. Sehr schön. Ich schmöke auch hin und wieder mal durch die Enderal-Erfolge durch. Und da habe ich einen Erfolg gefunden. Dem werde ich jetzt nicht sagen, was er ist. Aber den würde ich gern machen. Der wird wahrscheinlich sehr viel Erkundung mit sich bringen. Denn, also mehr noch als sowieso schon gemacht wird. Denn in meinem ersten Playthrough habe ich das gar nicht gefunden. Und da hätte ich schwören können, ich habe nahezu alles abgesucht. So. Jetzt müssen wir noch das Parfüm, den Dingenstrank holen, ne? Den, das Schönheitselixier. Schönheitselixier. Was? Entschuldigung. So nicht. Der hat sich ja mal richtig weggeschallert. Ja, da ist nichts drin. Die Grubenratten haben auch nichts. Okay. Da müssen wir rein. In die Klarwasserhöhle. Und die dürfte auch leichter sein als... Sag schnell. Als die... Mein Gott, jetzt sag doch mal schnell. Als die Quest jetzt gerade. Mit Redrick. Denn die hat keinen Stern, wenn ich mich vertue. Und Redrick hatte einen Stern. Bei keinem Stern, würde ich sagen, sind sie noch leichter als leicht. Ist das laut hier? Aber sind das so laut?
Okay. Holz der Sucher, Velos der Sucher. Oha. Set des rätselhaften Nomaden. Magiker regeneriert schneller. Wunderbar. Das können wir richtig gut gebrauchen. Wir haben ja auch nur so ein... hier, Schleichen ist besser. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. So, her damit. Seht ihr? Magiker bewegt sich schon viel, viel schneller voll. So. Hier runter gehen wir nicht. Aber wir brauchen schon wieder neues Magierlicht. Kann ich die nicht auch binden? 1, 2, 3, 5, 8. Das geht. Klasse. 2 ist Feuer. 3 ist Geisterwolf. 5 ist Heilung. 8 ist Held. Alles klar. Quecksilbererz. Oha. Ist das nicht ein bisschen früh? Ich weiß aber auch nicht, wofür wir Quecksilbererz brauchen. Also von daher. So, da sind wir fertig mit. Was haben wir denn hier oben? Schmuckschatulle. Ja. Sehr gut. Elementarzauber kosten weniger Mana. Tut mir leid, das hat jetzt nicht lange gehalten, du. Das Set Alumulett da oben. Eisenhelm und ein... Was war das? Ein Flammenschwert? Eisenschwert der Flammen. Oh krass, das macht richtig gut Schaden. 6 Schaden plus nochmal 6 Punkte Feuerschaden. Das sind 12 Damage pro Hieb. Heftig. So. Okay, da sind wir ein paar Leute. Immer dieser Hebel ist, ich benutze ihn. Ich muss mal kurz mein Licht anmachen. Hoppsala, das war gar nicht Licht. Das ist Licht. Ei! Einmal rangekommen hier. Die Viechers. Also Skelette sind wirklich deutlich schwächer als Banditen. Oh, jetzt noch weiter. Die sind wirklich deutlich schwächer als Banditen. Aber was sollten Skelette bitte mit einem Schönheitselixier machen? Wofür kann man hier runter? Oder ist es nur hier, falls man runterfällt, dass man wieder hoch kann? Oh. Wahrscheinlich. Brauchen wir mal das Quecksilber ab. Oh, Entschuldigung. Falls einer von euch auch Enderal noch nicht gespielt hat, ich kann es nur empfehlen. Also ich habe begrenzt Zeit, es zu spielen. Ich würde es mehr spielen. Aber man will ja auch noch ein paar andere Sachen machen, ne? Man kann ja nicht den ganzen Tag zocken. So. Also ich kann es zumindest nicht. Nicht mehr. Automatisches Speichern, wunderbar. Dann wollte ich nicht selber speichern. Ja, gut. So. Ich habe auch dann, wenn ich hier fertig bin, wieder unheimlich viele Sachen in den Taschen. Hier mit dem Fackeln.
Aha. Und hier? Habe ich doch richtig knarren gehört. So. Oh, hier ist aber ein gruseliges Atmen. Das hatten wir schon mal. Ob jetzt mal was hier auch hinter dem gruseligen Atem steppt? Mal gucken. Es wird lauter. So. Sieht mir so übel nach einer Falle aus, ne? Alte Vagabundenstiefel, okay, ein bisschen Lauch. Z des Rattenfängers, da ist noch ein zweiter Part. Nice. Aktuell habe ich die Kappe des Elementarbums. Schwerrüstung. Mehr Punkte, Einhampf, mehr Schaden. Lebensenergie, 8 Punkte. Ja, tut mir leid, also, da bin ich nicht bei. Ich schaue schon, dass ich mehr auf Elementar gehe. Boah, das riecht so nach Falle gerade. Schlachtaxt beschwören. Okay. Eisenharnisch der Lebenskraft. Ihr tragt zu viel, um zu laufen. Oh. Wie viel denn zu viel? Ein bisschen zu viel. Habe ich irgendwas, was nicht gut ist? Hier bei Waffen müsste da noch was sein. Genau, die beide. Die sind nicht gut. Die kommen jetzt alle weg. Dann haben wir wieder Platz. Gut. Joinks. Was ist das? Aura-Dieb. Die hat auch was davon erzählt gehabt. Trinken und zerschmettern? Oh nein! Ich habe ja gespeichert. Leben wurde dauerhaft erhöht, Rhetorik wurde dauerhaft erhöht. Nein. Das ist nicht unsere. So, jetzt heilen wir uns mal eben. Oh, ist nicht schlimm. Aber oh, wenn man auch sowas nicht eingestellt ist, ne? Ich habe zu viel Outlast gespielt. So, wir nehmen die mit. Wir wollen natürlich die Flasche abgeben. Sollten wir mal gucken, was sie macht. So. Mal schauen. Gab es hier nicht noch einen anderen Gang auch? Da lang, genau. Okay. Da oben ist ein Skelett. Da war ein Skelett. Mal wieder Licht herholen hier. Also Blitz ist schon krank. Blitz macht gut Schaden. Das gefällt mir. Ratte. Und noch was anderes. Eine leere Truhe. Okay, Spitzhacke brauche ich nicht. Und noch eine Ratte. Also ich muss sagen, vor Ratten habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss, denn die springen einen so an.
gibt ja noch mehr. Oh, mein Magicka ist alle. Ey, mein Mana ist alle. Sehr gut. Kann ich den noch tragen? Nein. Ich muss nochmal was wegschmeißen. So, habe ich noch was, was richtig kacke ist? Nee, die sind alle ganz okay. So einer ist nicht gut, davon kann ich einen wegschmeißen. Habe ich wieder anständig Platz. Hey, wo ist es denn hier? Ich hatte noch ganz anderen Eingang genommen. Weil da zeigt er mir, hier geht's raus. Ja, lecker. Noch einen ranzigen Trank. Die haben wir am liebsten. Ohne den ranzigen Beigeschmack wäre das einfach nicht das gleiche. Na, gucken wir hier. Oh, in eine bin ich sogar reingelaufen. Hoppala. Was haben wir hier? Viel gereisten. Das Set ist viel gereisten. Was habe ich denn für Stiefel aktuell an? Ach, des Rattenfängers, ne? Wieder des Rattenfängers? Was kann das des Vielgereisten? Schleichen effektiver und erhöht Ausdauer. Es ist noch leichte Rüstung, das gefällt mir. Weil wir haben bisher fast nur leichte Rüstung an, dann sollten wir schon bei komplett leichter Rüstung auch bleiben. So. Jetzt müssten wir aber fertig sein hier in der Höhle, oder? Dann gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Oh. Schön noch ein Fleckenpilz. Oh. Gut, dass ich hier hingegangen bin. Sonst hätte ich den Groschen und die Tränke nicht gefunden. So, ansonsten ist hier nichts Wertvolles. Sonnenküste. Wieder raus zur Sonnenküste, ne? Baupläne findet ihr in der Spielwelt verteilt, aber auch bei manchen Händlern. Wollt ihr einen Gegenstand anfertigen? Hm. Ja, da kommen wir jetzt ja wieder runter. Oh. Gut. So, wo ist der zweite Wolf? Da. Oh, ein Tornister. Ist das Ding da oben? Wie komme ich denn da hoch? Hier längs. Ja, hier oben. Alter, wo die auch Sachen hier immer verstecken, ne? So, schön den Windwurz mitgenommen. Jetzt essen wir nochmal eben. Was essen wir denn? Käserad. Oh, hört sich doch gut an. Kann sich nebenbei das Leben auch mal wieder voll machen. So. Ja, dann haben wir heute glatt zwei Aufträge erledigt. Zum einen. Oha. Moment. Nice. Zum einen haben wir den Schönheitselixier wieder besorgt. Und zum anderen. Ich will ja gleich eigentlich mal gerne zur Hütte. Zum anderen haben wir noch ein Kopfgeld erledigt. So, was ist denn hier in der Hütte? Flussheimer Imkerei entdeckt. Verlassen? Nee. Doch, verlassen Imkerei. Und was ist das? Ist kein Freund. Ist ein Bauchelementar. Tappwurzel. Mhm. Bienennahrung? Noch mehr Bienennahrung. Oh, die Imkerei. Die würde ich mir eigentlich jetzt gerne angucken. Ja, komm, die gucken wir uns noch an.
ist die denn? Boah, nachts, wenn du pennen willst. Und dann. Oh, ich hab sie. Ah, das ist aber noch eine. Wo ist sie? Ich höre sie doch. Wo ist die Biene? Alter. Da ist noch eine. Da unten. Und da unten. Really? Wo denn noch? Alter, die spawnen hier aber von überall. So. Jetzt aber Schicht im Schach, oder? Jetzt haben wir alle. Nein, natürlich nicht. Hier gibt's noch weitere. Alter Schwede. Komm da raus. Bitte. Ja. Ich hoffe, Bienen sind gut. Also, alchemistisch betrachtet. Junge. Stell mal vor, du willst das die ganze Nacht hören. Und dann denkst du, so hast du endlich alle. Und dann auf einmal zapp die nächste. Boah, das kribbelt jetzt auch schon die ganze Zeit hier. Oh mein Gott. Flussheimer Honigwein. Ja, nett. Wir haben auch eine ganze Menge Bienen eingesammelt. Nicht alle, ich weiß. Aber eine Menge. Die letzte finde ich nicht, weil es hier flackert überall. Die darf überleben. So, was haben wir hier? Honig, ja. Feuerblitzhorn 1. Habe ich Feuerblitz schon? Na, lesen wir mal eben kurz die Bücher. So. Ist auch. Schade, dass ich nur die Dingens vorlesen. Die Briefe von Jero. So, jetzt gehen wir noch einmal in die Imkerei. In die Imkerei rein. Und dann geht's runter nach Flussheim. Und eine Tür. Hat die eine Banditin nicht gesagt, die würde lieber mit sowas ins Bett gehen? Als mit dem anderen Banditen? Wie hässlich war denn der Bandit? Junge, guck dir das Ding mal an, das ist ja ekelhaft. Bleh. So, leere Weinflaschen. Und der Vatür hat sich hier Wein gegönnt, oder was? Na dann. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Alchemie-Lehrling. Das hört sich so an, als wären da oben Krabbelviecher. Wo war denn jetzt die Tür? Ich hab Dietrich verloren. Ich hab doch nicht so viele. Ah. Also wir brauchen noch ein paar magische Gegenstände. Nicht viele, aber nur ein paar, noch ein paar. War der Tür jetzt allein hier drin? Kann mir fast gar nicht vorstellen. Lederhelm. Ob dann Jagdbogen.
Eine Eisenkriegsaxt des Arkanzorns. Okay. Ja, die Tasche ist voll. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben nämlich eine ganze Menge Alchemiezutaten gefunden. Die können wir mal fix fressen. Also eine Biene im Ganzen. Kann man sich mal gönnen. Schmeißt man einfach ein bisschen Ektoplasma hinterher. Dann geht das auch schon. Okay, das hat tatsächlich nicht gereicht. Hätte ich nicht gedacht. Das heißt, wir werden nochmal irgendwas wegwerfen müssen. Wie viel haben wir denn zu viel? 2. So, Gewicht. Lass doch mal schauen hier. Was hat wenig Wert? Das hier hat wenig Wert. Schmeißen wir die beiden Vagabundenhandschuhe weg. Oha, Level up? Nice, da können wir wieder auf Mana gehen. Jetzt finde ich einen verstärkten Lederschild und der ist so gut, dass ich ihn mitnehmen muss. Gibt's ja gar nicht. Habe ich noch irgendwas, was nicht wirklich gut ist? Normaler Lederschild. Oh, vielleicht habe ich noch was anderes. Guck mal, die Vagabundenstiefel sind auch nicht so gut. Schmeißen wir die auch weg. Also, was ist das? Eispfeil. Jetzt habe ich den Becher mitgenommen. Mann. Das wollte ich doch gar nicht. Landschaften Enderals, die Pulverwüste. Und das war klar. So, jetzt muss ich den Becher wegschmeißen und dürfte es hinhauen. Zack. Siehste. Perfekt ausgegangen. So. Jetzt schon ein bisschen hart überzogen, in Anführungsstrichen, aber das ist ja eigentlich auch nicht so schlimm, wenn man ein paar Minuten. Weil das Spiel macht mir einfach zu viel Spaß. Haben wir bei Dark Souls ja auch hin und wieder. Ich würde sagen, dann machen wir hier Feierabend und nächste Folge geht es dann zurück nach Flussheim. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.